Regelmäßig gibt Generalmajor Christian Freuding vom Sonderstab Ukraine im Verteidigungsministerium hierbei nachgefragt Updates zum Ukraine-Krieg. Erst vor wenigen Tagen war er zusammen mit Verteidigungsminister Pistorius und der Ukraine, unter anderem in Odessa, und hat sich dort zur aktuellen Lage informiert. Und genau die Information hat er für uns heute mitgebracht und wird auch uns ein Update zum Ukraine-Krieg geben. Schönen guten Tag, Herr General. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Tag, Frau Hauptmann. Welche Eindrücke haben Sie denn aus der Ukraine mitgebracht? Ja, das war ein sehr informativer Besuch, den wir in Odessa durchführen konnten. Wir hatten zum Beispiel die Gelegenheit, eine ukrainische Ausbildungseinrichtung zu besuchen. Was haben wir dort gesehen? So eine Art Spezialgrundausbildung würden wir das wohl nennen. Wir haben dort gesehen Flugabwehrausbildung. Wir haben dort gesehen, wie diese Mobile Firing Units, das sind diese kleinen Pickups, die in den Straßen der Städte dann insbesondere für die Drohnenabwehr sorgen, ausgebildet, trainiert werden. Wir haben uns Scharfschützenausbildung angeguckt, Sanitätsausbildung angeguckt. Wir haben gesehen die Ausbildung eines Infanteriezuges im Angriff, bei der der Leitende übrigens über Drohne leitet, über ein Drohnenbild leitet. Auch das ist ein eindeutiges Zeichen für die hohe Qualität der ukrainischen Ausbildung, für die hohen Standards, die es in den ukrainischen Streitkräften gibt. Und das war sehr eindrücklich und informativ. Wir hatten auch die Gelegenheit, eine Drohnenvorführung, einen Drohnenversuch der ukrainischen Streitkräfte uns anzusehen, bei dem auch deutsche Firmen eingebunden waren. Und wir haben auch die andere Seite des Krieges gesehen, die Leiden, die dieser Krieg mit sich bringt. Wir hatten die Gelegenheit, ein Militärkrankenhaus zu besuchen. Minister Umerov, der ukrainische Verteidigungsminister, hat unseren Verteidigungsminister dazu eingeladen, diesen Besuch zu begleiten. Und das werten wir auch als besonderen Vertrauensbeweis, wie auch die Tatsache, dass er uns den ganzen Tag, einen Tag weg zu Kriegszeiten in Kiew begleitet hat. Da hat man gesehen, welches tiefes Vertrauen, ja, welche Freundschaft da auch zwischen den beiden Ministern gewachsen ist. Wir wollen im Laufe der heutigen Folge auf den Einsatz westlicher Waffen in der Ukraine noch mal weiter eingehen. Jetzt möchte ich zuallererst aber mit Ihnen einmal über den Frontverlauf sprechen. Was hat sich denn in den einzelnen Abschnitten getan? Sie können es vielleicht einmal an der Karte zeigen. Ja, die russischen Streitkräfte sind unverändert derzeit in der Initiative, insbesondere im Raum Belgorod-Kharkiv. Wir sehen das hier in dem roten Angriffspfeil abgebildet. Dort haben in den ersten Mai-Tagen die russischen Streitkräfte einen Vorstoß auf das ukrainische Gebiet vorgetragen, haben da relativ rasch auch größere Geländegewinne erzielen können. Sie sind in einer Tiefe von ca. 10 bis 17 Kilometer in die Ukraine eingedrungen, bis sie im Prinzip auf die ersten Verteidigungsstellungen der ukrainischen Streitkräfte getroffen sind. Dort konnten mittlerweile die ukrainischen Streitkräfte diesen Angriff auffangen, die Verteidigung stabilisieren. Wir sprechen mittlerweile von einem Raumverlust ungefähr seit Jahresbeginn im Umfang von 700 bis 750 Quadratkilometer zugunsten der russischen Streitkräfte, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Das ist in etwa das Stadtgebiet Hamburgs, allein im Raum Kharkiv, und um den Raum Kharkiv herum sind, das sprechen wir von ungefähr 200 Quadratkilometer, die die Russen gewonnen haben. Dieser ganze taktische oder man muss sogar sagen operative Ansatz der russischen Streitkräfte zielt darauf ab, die Front weiter auszudehnen, zu überdehnen, die ukrainischen Streitkräfte vor multiple Dilemmata zu stellen. Wo setzen sie ihre Reserven ein? Weil unverändert ist der Schwerpunkt des Angriffs im Zentral-Donbass, im Raum Avdiivka, Bachmut. Mit dem Ansatz, den die Russen verfolgen, versuchen sie, die Reserven in den Norden zu ziehen und dort einen Einbruch oder einen Durchbruch gar in diesem Zentraldonbass zu erzielen. Das ist ihnen aber bislang nicht gelungen. Ich weiß, Sie hatten in der vorherigen Folge mal gesagt, Krieg und Glaskugel passt nicht zusammen. Deswegen möchte ich gar nicht die Frage nach Gewinnen oder Verlieren stellen. Aber ich würde gerne mal rein militärisch-taktisch auf das Szenario gucken. Und einfach mal fragen, also wir haben in der Taktik immer beigebracht gekriegt, Gebiete, die ich gewinne, die muss ich auch halten können. Sprich, in dem Moment, wo in der Ukraine von russischer Seite aus Gebiete eingenommen werden, müssten die auch nachhaltig kontrolliert werden. Wäre Russland denn dazu überhaupt in der Lage? Also in dem Fall brauchen wir nicht mal eine Glaskugel, sondern wir sehen ja, was die Russen in den besetzten, vorübergehend besetzten Gebieten tun. Es gab zwei
Aspekte. Der eine Aspekt ist ein militärischer Aspekt. Sie schieben gewissermaßen Nationalgarde in diese Räume, um diese Räume auch physisch zu besetzen, um die militärische Präsenz vor Ort zu haben. Und der zweite Aspekt, sie unternehmen eine Vielzahl von organisatoren, verwaltungstechnischen Maßnahmen, um die Verwaltungsherrschaft in diesen Gebieten auszuüben. Das fängt an von der Abschaffung der ukrainischen Amtssprache. Das geht weiter über die Russifizierung, also die gezielte zwangsweise Auszahlung von russischen Pässen, die Voraussetzungen wieder dafür sind, dass die ukrainische Bevölkerung Zugang zu ganz normalen Verwaltungsleistungen hat. Also wir sehen Polizeistrukturen, die errichtet werden in den vorübergesetzten Gebieten. Das sind all die Maßnahmen, die Sie beschrieben haben, um dieses eroberte Gebiet gewissermaßen dem russischen Macht- und Herrschaftsbereich einzugliedern. Das heißt, es findet faktisch gerade jetzt schon statt? Das findet faktisch gerade jetzt schon statt. Wetter bzw. Wetterverhältnisse sollen ja für den Kriegsverlauf immer wichtig sein. Und das haben wir in der Ukraine tatsächlich auch in den vorherigen Folgen immer mal wieder vermutet. Hat sich das denn so bewahrheitet? Geofaktoren beeinflussen immer die Operationsführung. Ich glaube, wir haben am Anfang des Krieges überschätzt, welchen Einfluss tatsächlich die Witterungsbedingungen haben. Ich kann mich noch an das erste Frühjahr und an den ersten Herbst erinnern, als wir immer von der Rasputiza gesprochen haben, bei der dann angeblich gar nichts mehr gegangen wäre. Wir haben das Gegenteil erfahren. Das hängt sicherlich auch mit der Art der Operationsführung zusammen, die sehr viel stärker infanteristisch geprägt ist, als wir das am Anfang erwartet hätten. Wir sehen ja keine großräumigen, mechanisierten Operationen. Da hätten die Wetterwitterungsbedingungen, die Geofaktoren sicherlich einen größeren Einfluss. Ja, sie haben Einfluss, aber nicht den, der vielleicht zu Beginn erwartbar war. Und es beeinflusst die Gefechtsführung auf beiden Seiten nicht in einem Maße, der jetzt im wahrsten Sinne des Wortes kriegsentscheidend wäre. Können Sie einmal kurz erklären, was ist die Rasputiza? Die Schlammperiode im Frühjahr und im Herbst. Infrastruktur ist ja auch immer so ein wichtiges Stichwort. Gerade was die Kriegsführung angeht, kann denn die ukrainische Infrastruktur dem russischen Angriff standhalten? Wie sieht es da aus? Also die Zerstörungen sind enorm. Die sehen Sie auch wahrnehmbar, wenn Sie durchs Land fahren, wenn Sie auch in die Städte kommen, Odessa oder Kiew oder wo auch immer. Es gibt jüngste Studien, die davon ausgehen, dass die Russen über 210.000 Gebäude zerstört haben. Darin enthalten, und das ist besonders bedrückend, über 900 besonders geschützte Gebäude, das heißt Krankenhäuser, Schulen, Kirchen, die einen besonderen Rechtsstatus, einen besonderen Rechtsschutz eigentlich genießen würden. Wir haben hier auf dem Bild dargestellt zerstörte Energieinfrastruktur. Das war ja von Beginn an ein Thema, dass die Russen gezielt auf die Energieinfrastruktur gehen. Das ist natürlich, um das Leid der Bevölkerung zu erhöhen, aber andererseits hat das natürlich auch enorme Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft der Ukraine. In den jüngsten Tagen geht man nicht nur auf die klassische Energieinfrastruktur, sondern auch auf die Infrastruktur dessen, was wir wohl hier in Deutschland als alternative Energien bezeichnen würden. Und die Auswirkungen jetzt schon im Juni auf den nächsten Winter sind absehbar. Und es wird natürlich immer schwieriger, diese Infrastruktur am Laufen, am Leben zu erhalten. Die Stromimporte in die Ukraine steigen, selbst jetzt in den Frühjahrs- und Sommermonaten. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv auseinandersetzen müssen. Jetzt sehen wir ja gerade in der Ukraine den klassischen Krieg an sich. Den gibt es ja nicht. Aber gibt es spezielle Besonderheiten, die Sie vielleicht herausstellen können, was diesen Krieg betrifft? Also jeder Krieg hat seine Besonderheiten. Deshalb habe ich da jetzt auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem Begriff klassischen Krieg. Wir sehen infanteristischen Kampf, wir sehen Feuer und Bewegung, wir sehen Flachfeuer, Steilfeuer. Wir sehen völlig neue Elemente wie Motorradtrupps. Wir sehen neue Elemente wie natürlich Drohnen, die in ganz anderen Ausmaß eingesetzt werden, in einer ganz anderen Zielrichtung eingesetzt werden, die eingesetzt werden gegen den Einzelschützen, gegen den Einzelpanzer, die versucht werden, in Fahrzeuge hineinzusteuern, in Unterstände, in Befestigungen hineinzusteuern. Wir sehen eine ganz andere Bedeutung für die Möglichkeiten des elektronischen Kampfes, insbesondere auf russischer Seite.
Also wenn Sie so wollen, können Sie den Begriff Hybrid verwenden, weil wir auch ganz klassische Ansätze zum Beispiel bei der Artillerie sehen, wie sie auf russischer Seite eingesetzt wird. Diese wellenartig vorgetragenen infanteristischen Ansätze, die sind ja auch alte Sowjetdoktrin. Also wir sehen Verschmelzen von alten Elementen, taktischen Elementen mit neuen Erfahrungswerten, die beide Armeen, die beide Streitkräfte in den letzten Monaten, in den letzten Jahren gewonnen haben. Und ich glaube, diese Entwicklung wird sich natürlich auch in den kommenden Monaten fortsetzen. Eine Frage, die uns immer wieder von den Zuschauerinnen und Zuschauern reingespielt worden ist, dreht sich um Mobilisierung. Wir haben auch in den vorherigen Folgen immer schon mal wieder drüber gesprochen und ich würde die Frage gerne nochmal einbringen. Neben Waffen und Munition, wie schwierig ist denn die Lage um das Personal in der Ukraine? Das ist natürlich in der Ukraine ein Riesenthema. Es gibt Truppenteile, die seit über 2 Jahren an der Front sind und noch nicht rotiert haben. Das muss man sich, glaube ich, auch immer wieder vor Augen führen. Sie wissen, dass vor wenigen Wochen die ukrainische Regierung, ich würde sagen, endlich die Mobilisierungsgesetzgebung über alle legislativen Hürden gebracht haben. Jetzt müssen wir sehen, wie die sich tatsächlich dann auch implementieren lässt, welche Auswirkungen die haben wird, wie dadurch die Mobilisierung verbessert werden kann. Der Personalersatz, der dringend erforderlich ist, auch aufgrund natürlich der Ausfälle in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte, dringend erforderlich ist. In den Gesprächen, die wir mit Minister Umerov hatten, hat er sehr herausgestellt, dass die durch die Mobilisierungsgesetzgebung mögliche Registrierung, also überhaupt den Zugriff auf den möglichen Rekrutierungsbestand in der Ukraine, dass die innerhalb weniger Tage sehr hohe Stände erreicht hat. Wir sprechen da von 1 Million Ukrainer, die sich haben registrieren lassen. Aus dieser Zahl muss jetzt der Folgeprozess, also wir würden das nennen Musterung, Einberufung, Ausbildung und so weiter, entstehen. Und der wird hoffentlich dazu beitragen, die ukrainische Personalsituation nachhaltig zu verbessern. Jetzt werden die Ukrainer ja unter anderem bei der Bundeswehr hier in Deutschland ausgebildet. Werden die denn in den richtigen Fähigkeiten ausgebildet? Also lernen die am Ende das bei uns, was sie wirklich für den Krieg brauchen? Also davon sind wir fest überzeugt. Warum sind wir davon überzeugt? Weil wir von Beginn an diese Ausbildung in engster Abstimmung mit den Ukrainern gestaltet haben, die quasi täglich oder Durchgang für Durchgang auch anpassen an das Kriegsgeschehen, anpassen an die Wünsche, anpassen auch an das Ausbildungsniveau. Wir hatten ja, ich erinnere mich sehr gut an die erste Artillerieausbildung, die ich besucht habe in Idar-Oberstein. Da hatten wir fertig ausgebildete Artilleristen, die im Prinzip gesagt haben, den Feuerleitrechner in der Panzerabwehr 2000, den brauchen wir nicht, wir können das auch so ausrechnen. Diese Art von vortrainierten Soldaten hat die Ukraine jetzt natürlich nicht mehr und das gilt natürlich für alle unsere Waffensysteme. Wir sind ja auch dazu übergegangen, nicht nur an unseren Waffensystemen zu trainieren, sondern auch Bataillonstäbe zu trainieren, Brigadehauptquartiere zu trainieren, haben also immer wieder uns an den Bedarf der Ukrainer ausgerichtet. Und wir haben ein ausgesprochen positives Feedback von den Ukrainern. Wir wissen, dass die Ukrainer aufgrund der Lage vermehrt versuchen, ihre Truppe selbst im Land auszubilden. Aber immer wieder sagen, wenn ihr uns was anbietet, dann kommen wir gerne nach Deutschland. Und das war auch die Rückmeldung, die Minister Umerov uns letzte Woche gegeben haben. Und deshalb sind wir der festen Überzeugung, dass das, was wir ausbilden im jeweiligen Moment, auch das ist, was gebraucht wird. Wenn wir einmal nach Russland schauen, die sollen ja mittlerweile ungefähr 500.000 Soldaten verloren haben. Wie sieht es denn da mit Personalnachschub aus? Also wir wissen, dass die russischen Streitkräfte in der Rekrutierung sehr erfolgreich sind, die Verluste zum Teil sogar überkompensieren können. Das ist eine Mischung aus Repression und Anreizen. Die Verdienste für den einfachen russischen Soldaten sind nicht nur im Verhältnis zum Verdienst der Durchschnittsbevölkerung, sondern insgesamt sehr, sehr hoch, vergleichbar mit Verdiensten oder teilweise sogar mehr, die wir auch hier in Deutschland in der entsprechenden Dienstgradebene erzielen. Wir wissen, dass sie natürlich bei der Rekrutierung insbesondere in die ländliche, in die ärmere Bevölkerung greifen. Das sind nicht die Bürgersöhne in St. Petersburg. Wir wissen natürlich auch, dass sie im größeren Umfang auch zurückgreifen auf Häftlinge.
Und die personelle Regeneration der russischen Streitkräfte funktioniert aus russischer Sicht gut. Wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht, hat ja auch der deutsche Militärattaché-Stab in Kiew große Anteile daran, dass es läuft, wie es läuft. Mögen Sie vielleicht einmal kurz erklären, was der deutsche Militärattaché-Stab mit den Waffenlieferungen zum Beispiel zu tun hat? Die haben sehr viel damit zu tun. Was ist ein Militärattaché-Stab, ganz allgemein gesprochen? Der Militärattaché-Stab ist im Prinzip die militärische Vertretung, die Vertretung des Verteidigungsministeriums der Bundeswehr in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland. Gerade in der speziellen Situation in der Ukraine sind das natürlich für uns die Augen und Ohren vor Ort, die unmittelbar vor Ort die Situation beurteilen können, die wissen, was passiert, die im täglichen Austausch sind mit dem Generalstab, mit dem Verteidigungsministerium, aber auch mit den Truppenteilen. Das sind also sozusagen unsere Sensoren, die genau wissen, was gebraucht wird, wie sich Bedarfe in der materiellen Unterstützung, wie sich Bedarfe aber auch in der Ausbildung, wir sprachen gerade darüber, verändern, wie sie angepasst werden müssen. Wir sind im täglich mehrfachen Kontakt, gerade mit unserem Militärattaché-Stab. Bei dem Team, das gerade in Kiew ist, kommt uns besonders zugute, dass beide hier im Ministerium, im Sonderstab Ukraine auch schon gearbeitet haben. Wir haben Teammitglieder im Attaché-Stab, die speziell darauf ausgerichtet sind, dass sie in die Logistikketten der Ukraine blicken können. Es ist für uns ganz wichtig, weil wir ja immer von Anfang an gesagt haben, wir geben nicht nur Gerät ab, schieben Stahl über die Grenze, sondern wir wollen, dass dieses Gerät kontinuierlich versorgt wird, dass es einsatzbereit wird. Und da brauchen wir einen ganz dichten, engen Blick auf das logistische System der Ukraine. Und das erreichen wir durch unser Team, die das auch exzellent, hervorragend und in engster Zusammenarbeit mit uns hier in Berlin tun. Westliche Partner und auch unsere Bundesregierung haben ja jetzt entschieden, dass die Ukraine bzw. die Ukraine westliche Waffen mit denen auf russische Ziele wirken darf, also auf Ziele auf russischem Boden. Das war ja bisher nicht erlaubt. Können Sie einmal kurz sagen, wie es zu diesem Sinneswandel gekommen ist? Wir haben ja von Beginn an gesagt, wir handeln immer lageangepasst und in engster Abstimmung mit unseren Verbündeten und Partnern. Genau das haben wir jetzt getan. Wir müssen uns ja nur mal die militärische Situation im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen führen. Da gab es also Hubschrauber in der Region Kharkiv-Belgorod, oder Sie haben ja diese Exklave in Wochanska auch herausgestellt auf der Karte. Da gab es Hubschrauber, die gewissermaßen über der Grenze standen und unbehelligt gegen die ukrainischen Stellungen gewirkt haben. Da gab es Flugzeuge noch im russischen Luftraum, die unbehelligt ihre Gleitbomben mit einer Fähigkeit über 40, 50, 60, 70 Kilometer zu wirken gegen ukrainische Stellungen eingesetzt haben. Da gab es Artilleriegeschütze, die wenige Kilometer hinter der Grenze gestanden haben und über Tage genau eingeschossen gegen ukrainische Stellungen, gegen die ukrainische Verteidigung haben wirken können. Das ist militärisch und moralisch in keiner Weise vertretbar. Und deshalb haben die Bundesregierung in engster Abstimmung mit ihren Verbündeten entschieden, dass unsere Waffensysteme auch gegen völkerrechtlich legitime Ziele auf russischem Territorium und im russischen Luftraum eingesetzt werden können. Da stellt sich doch jetzt aber als nächstes die Frage, ob uns das nicht wieder oder beziehungsweise überhaupt zur Kriegspartei macht. Nein, die Antwort ist ein eindeutiges Nein. Erstens sind das ja Waffensysteme der Ukrainer. Zweitens werden sie von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten bedient. Und drittens wird eine Kriegspartei nur derjenige, der eine zurechenbare Schädigungshandlung unternimmt. Und das ist ja mit Blick auf Deutschland in keiner Weise der Fall. Welche Waffen, die wir als Deutschland den Ukrainern liefern, betrifft das denn? Das gilt für alle Waffensysteme, die wir der Ukraine übergeben haben. Der stellvertretende Vorsitzende vom russischen Sicherheitsrat, Medvedev, hat ja der NATO jetzt mit einem atomaren Schlag gedroht. Gleichzeitig hat der russische Außenminister gesagt, man würde sich auf einen Konflikt mit der NATO vorbereiten. Ist es jetzt wieder das Säbelrasseln, was wir ja schon auch öfter mal gehört haben, oder ist da diesmal vielleicht doch was dran? Also dieses nukleare Säbelrasseln sind wir mittlerweile schon in gewisser Weise gewohnt. Ich halte das für unverantwortlich. Wir müssen jetzt darauf achten, dass wir uns davon in keiner Weise in unserem Verhalten, in unseren Handlungen, in unserer Haltung auch in keiner Weise beeinflussen lassen.
Wir beobachten mit unseren Alliierten zusammen diese Situation sehr, sehr genau und wissen, was da passiert und was nicht passiert. Die Ukraine ist ja auf die Unterstützung von allen NATO-Partnern angewiesen, also auch auf die der USA. Die wiederum tun sich ja aber ein bisschen schwer damit, gerade im Kongress die Gelder für die Hilfen freizugeben. Wie wichtig ist denn die Unterstützung der USA im Gesamtkontext? Es sind ja nicht nur die NATO-Staaten, die unterstützen, sondern eine ganze Reihe von anderen Partnern, Wertepartnern, die auch ihren Beitrag dazu leisten. Natürlich ist die Unterstützung der Amerikaner sehr prominent, sehr wichtig im Volumen her, vom Umfang her, aber natürlich auch politisch. Und ich bin fest überzeugt, dass die Amerikaner selbst der Auffassung ist, dass diese Unterstützung auch in ihrem besten Eigeninteresse ist, im amerikanischen Eigeninteresse, im strategischen Interesse der Vereinigten Staaten ist und dass sie weiter fortgesetzt wird. Stichwort Waffen und USA. Jetzt sind ja bisher schon HIMARS-Waffensysteme geliefert worden durch die USA, jetzt erstmalig durch Deutschland finanziert. Was ist das für ein Waffensystem? Also das ist ein Raketenartilleriesystem, das in unterschiedlicher Reichweite mit unterschiedlicher Munition eingesetzt werden kann, bis zu 300 Kilometer mit der entsprechenden Munition. Sie erwähnen da ein sehr spannendes Projekt, das wir mit den Vereinigten Staaten zusammen verwirklichen konnten. Das ist entstanden genau in der Zeit, als die Kongresshilfen etwas gehakt haben, um ihre Worte aufzugreifen. Und da ist es wie beim Leistungsmarsch, da muss manchmal auch der stärkere Partner unterstützt werden und muss untergehakt werden. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit den Amerikanern verwirklichen konnten. Die Waffensysteme befinden sich bereits in den ukrainischen Streitkräften. Und mit diesem Projekt konnten wir gleichzeitig eine Zusage unseres Bundeskanzlers umsetzen, der den Ukrainern zugesagt hatte, dass wir auch im Bereich der weitreichenden Artillerie, der weitreichenden Artilleriesysteme unterstützen. Ich weiß, wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, Krieg und Glaskugel passen nicht zusammen. Aber ich muss die Frage trotzdem stellen, gerade auch, weil sie wichtig, glaube ich, ist für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Kann die Ukraine den Krieg nochmal für sich gewinnen? Ist das überhaupt noch möglich? Also als wir jetzt gerade in der letzten Woche in der Ukraine waren, haben wir diese feste Entschlossenheit unverändert, diese feste Entschlossenheit der Ukrainer festgestellt, sowohl in der Bevölkerung, in den Streitkräften, bei den politisch Verantwortlichen. Die Ukraine will diesen Krieg gewinnen. Wir spüren auch, dass die Partner alle nochmal versuchen, sich bei der Unterstützung wirklich allen Anstrengungen zu unterwerfen, um bestmöglich die ukrainischen Streitkräfte in die Lage zu versetzen, erfolgreich die Verteidigung zu führen, erfolgreich diesen Krieg zu führen. Und wir sind der Auffassung, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Jetzt besagt ja aber eine Theorie in den Medien durchaus, dass der Krieg am Verhandlungstisch enden wird zwischen der Ukraine und Russland, und zwar mit einer geteilten Ukraine. Warum ist denn das eine Variante oder vielleicht warum ist denn das keine Variante Ihrer Meinung nach? Also ich nehme diese Theorie, wie Sie das nennen, zur Kenntnis, weist die aber in jeglicher Hinsicht zurück. Ziel muss doch unverändert sein, die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine wiederherzustellen. Alles andere käme ja einer Akzeptanz des flagranten Rechtsbruches Russlands, der Aggression Russlands gleich, die in keiner Weise hinzunehmen ist. Russland kann diesen Krieg ja heute beenden, indem sie die Aggression einstellt, indem sie ihre Truppen hinter die Grenze zurückzieht. Und für die Ukraine muss unverändert das Ziel sein, territoriale Integrität und Souveränität wiederherzustellen. Gibt es denn aber vielleicht trotzdem Verhandlungen, die wir vielleicht auch einfach nicht mitbekommen, hinter den Kulissen zwischen Russland und der Ukraine? Wir wissen, dass es Kontakte, auf, wenn Sie so wollen, technischer Ebene gab, immer wieder zum Gefangenenaustausch oder für die Kinderrückführung in die Ukraine. Derzeit ist mir nicht bekannt, dass es Verhandlungen gäbe. Aber natürlich geht die Diplomatie weiter. Sie wissen vielleicht, dass in 14 Tagen geplant ist, eine Friedenskonferenz in der Schweiz abzuhalten. Dabei wird es darum gehen, dass im Prinzip die Leitplanken, Leitprinzipien, kann man auch sagen, für einen künftigen Friedensprozess entwickelt werden, zusammen mit vielen, vielen Staaten aus aller Welt. Auch die Amerikaner haben mittlerweile auf Ebene der Vizepräsidentin zugesagt, unser Bundeskanzler wird persönlich an dieser Friedenskonferenz teilnehmen. Und die Möglichkeit, hier einen Prozess anzustoßen, der dann mal zu einem echten Friedensprozess führt, der gibt uns in diesen Tagen doch auch ein wenig Hoffnung. Und das schließt unsere heutige Folge auch schon, Herr General. Schön, dass Sie da waren und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten und gerne bis zur nächsten Nachgefragt-Folge. Und natürlich halten wir Sie auch immer wieder mit Updates zum Ukraine-Krieg auf dem Laufenden.